Petri! Petri! Stark! Glücklich? Ich bin echt aufgeregt irgendwie. Ich bin richtig aufgeregt. Leute, schneller als gedacht sind wir wieder zurück auf dem Wasser, diesmal auf einem etwas anderen See, aber auch bei uns im Umkreis. Es ist Nachmittag, wir wollen heute ein bisschen Abend rein angeln, also bis ins Dunkle ist, weil wir mal schauen wollen, ob vielleicht die Beißzeit ein bisschen ins Dunkle verlegt wird oder verlegt worden ist von unseren geliebten Hechten. Ihr begleitet uns dabei. Wir versuchen jetzt erstmal mit relativ kleinen Ködern, also so 17 cm, 16 cm so in der Größe uns zu entschneidern. Ich werde anfangen wieder die bis 90 Köder erstmal zu werfen, vielleicht nachher im Dunkeln auch noch die 24 cm Varianten. Wir starten erstmal mit dem leichten Gerät, mit der leichten Rute und später steigen wir dann vielleicht noch auf das Schwere um. Und wir halten euch auf dem Laufenden und bis später. Petri. Okay, also jetzt habe ich die ersten paar Würfe mit Jackie gemacht, mit der heißen Jackie. Und habe auch direkt einen Biss gehabt, der ist leider komplett vorbeigeschossen, hat einmal reingehauen. Und dann ist er noch kurz nachgelaufen, bis hinter das Boot. Und das war's dann. Wir angeln hier auf ungefähr 3 Meter Wasser. Und wir haben Kraut, was so bis auf 2 Meter nach oben kommt. Sieht man eigentlich, es kommt bis knapp unter das Boot. Ich habe hier einen 7,5 Gramm Kopf drauf. Ist nur eingeschraubt. Wieder einer 1,0er Drilling hier mit einem einzelnen Spike dran. Hinten drin und hier sind Cuts. Hier direkt beim Drilling. Haben wir einzelne Cuts, aber ist vorbeigeschossen, aber wie gesagt, Jackie ohne Cola bringt auch ein Hecht sehen. Fange ich jetzt ein. Das passt genau auf. So, wir machen nächsten Spotwechsel, nachdem uns der letzte Spot nur einen Kontakt gebracht hat. Aber gut, es ist ja auch Winter. Es ist Januar, es ist kalt. Ja, vielleicht mal ein paar Worte zu dem Gerät, was wir hier angeln. Ich habe eine 12 bis 45 Gramm Baitcast-Rute hier. Die ist von Savage Gear. Habe da meine 13 Fishing-Rolle drauf, meine kleine. Die A2 ist das. Geflochtene Schnur, Mono-Vorfach und passend dazu mein 17er Gummi hier. In dem Fall die Hot Jackie, also wird jetzt ziemlich dunkel. Und ich glaube einfach, dass das Dekor von der Restsicht vielleicht noch ganz interessant sein könnte. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot, gucken, dass wir da den vielleicht unseren Fisch fangen. Also wir fahren jetzt auf einen Spot, der deutlich flacher ist, wo viel Kraut ist, und wir hoffen einfach, dass wir die Köder, die knapp übers Kraut geführt werden, dann dazu, beziehungsweise dass wir die Fische dazu animieren, dann zu beißen, wenn wir die Köder knapp über dem Kraut führen. Vielleicht liegen sie im Kraut ab und wir können da den einen oder anderen dann abschöpfen.
Also, würde ich sagen, weiter geht's. Bis zum nächsten Fisch. Petri. Das hat gefehlt heute. Petri. Auf geht's. Ja, ich hab's wieder gerichtet. Auf geht's. Ist nicht schlecht. Komm rein. Jawohl. Petri. Jackie. Stark. The biggest für dieses Jahr. Oh. Stark. Oh. Glücklich? Ich bin echt aufgeregt irgendwie. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin glücklich, ich freue mich. Petri. Hot Jackie. Oh, geil. Wollen wir euch mal zeigen. Oh, das ist auf jeden Fall. Zange hast du? Ja, aber warte, ich hole ihn erstmal. Jackie hat ja auf jeden Fall gut weggekeult hier, der Junge. Stark, werden sie jetzt wach oder was? Oh, hier der Kiembogen, Alter. Nee, das muss alt sein. Das wird ja bluten jetzt, wenn es frisch wäre. Also das muss alt sein. Aber wenn es alt ist, ist ja alles gut. Das Ding. Jackie. 1-0er Drilling. Jackie. Voll gepackt. Hier siehst du, auf der anderen Seite hängt noch ein Kiembogen raus. Aber wenn man hier mal reinschaut, der Drilling sitzt hier vorne links, also vorne rechts vom Fisch gesehen. Scheint denen das nichts ausgemacht zu haben. Cool. Dick, gut genährt, der Junge. Wow. Ich bin mega happy. So, der Flo mich heute schon wieder abkocht. Wechsle ich jetzt auch nochmal bis 90. Also ich denke, der wird es jetzt richten. Wen nimmst du? Nature Freaks. Ich werde Nature Freaks ausprobieren. Der richtet es jetzt. Leute, jetzt bin ich dran. Kleines Gewicht rein, dass er gerade läuft. Geht gar nicht darum, dass er absinkt oder irgendwas. Geht eigentlich nur darum, dass er sich nicht um die eigene Achse dreht, sondern gerade läuft. Und dann haut es hin. Oh, schön so. Wenn es kalt ist, diese Karabiner hier einfach nur Gold wert. Zack, ist es drin. Selbst wenn mal irgendwie das Material, warum auch immer, nicht so stark sein sollte, die ziehen sich einfach zu. Und nichts kann mehr passieren. So, Petri, heil. Jetzt bin ich dran. So, Freunde, Suppenduster. Aber wir sind weiter ausdauernd, werfen jetzt die flachen Bereiche ab. Und Jackie hat nochmal zugeschlagen. Guck mal rein. Da ist das gute Stück. Nice, Leute. So kann es gehen im Winter, wenn es dunkel ist. Kommen auch die Hechte raus und sind gallig. Schön gebaut. Auch nicht schlecht. Jackie, bis 90, Jackie, wenn es dunkel ist. Da geht was. Petri, mein Freund. Petri, ey. Hier ist er. Jackie. Gut zerschossen. Flo, ich brauche eine neue. Ich bin so froh, dass Jackie jetzt endlich. Oh, so mal mit Spike ist kaputt. Ich bin so happy, dass Jackie jetzt endlich ihre ersten Fische gebracht hat, weil ich der die ganze Zeit vertraut habe. Echt wirklich dran geglaubt. Und immer wieder geworfen. Und jetzt wurde es belohnt. Jackie läuft. Petri. Yes. So, Freunde, für uns ist jetzt Feierabend. Guckt euch mal das Boot an. Wir haben die absolute Krautschlacht heute hinter uns. Aber dafür haben wir auch zwei Hechte gefangen, ein paar Bisse versemmelt. Ja, es war, würde ich sagen, eine gelungene Session für mich. Nein,
Es hat wieder Spaß gemacht, war also auch mal aufschlussreich im Dunkeln zu angeln. Und bestätigt auch, dass Spinnfischen im Dunkeln durchaus Sinn macht. Ich denke, das werden wir jetzt öfters mal fabrizieren. Und bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg wie immer. Bleibt dabei. Schreibt mal in die Kommentare, was euch so interessiert, was ihr gerne mal sehen würdet, welche Themen. Wir greifen das gerne mal auf. Und ansonsten gerne wieder fleißig kommentieren, liken, wenn es euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.